Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Insurgents. Im letzten Part ist etwas, glaube ich, sehr Ungutes passiert. Falls ihr das verpasst habt, schaut das auf jeden Fall nochmal nach. Oh, habe ich mich nicht in der letzten Folge gefragt, wann ich wieder eine Serie drehen darf? Okay. Gut. Dann machen wir das zuerst, bevor wir uns um die Hauptstory kümmern. Ach, da unten ist der Taxityp. Hi. Taxityp. Ja, bla bla. Irgendwann kriege ich einen VIP-Pass, na, das wär's doch. Guck mal, wo wir so schon sind. Wir haben schon bestimmt die Hälfte der Region. Ist das nicht gut? Hier muss ich hin. Hier ist das Richtige. So. Na dann, schauen wir mal, was der nette Herr so für uns hat. Ich werde erstmal Pokébälle kaufen. Falls es ein cooles Pokémon ist, will ich das ja nicht verpassen. Hi. Nein, ich will eigentlich nicht. Danke. So. Ich glaube, hier kann man nur Klamotten kaufen. Ich dränge mich mal wieder vor in der Linie. Okay. Da hinten ist eine Pyramide. Ganz rechts. Interessant. So, wie viele davon haben wir denn? 20. Okay, eigentlich ist das genug. Aber okay, falls es ja ein cooles Delta-Pokémon ist. Falls es ein cooles Delta-Pokémon ist, haben wir genug Pokébälle. So, na dann auf. Auf meinen Job erledigen. Ich bin gespannt, was wir diesmal machen. Letztes Mal war es Latios, mit dem wir das wir suchen sollten, das dann einfach weggeflogen ist. Vielleicht haben sie das wiedergefunden. Hier ist nichts. Hi. Gute Arbeit letztes Mal auf der Mission. Wir haben Informationen über eine neue Delta-Spezies. Ja! So wie... Ja, was auch immer. Ich will einfach nur das Delta-Pokémon. Dankeschön. Was sagen die? Wir werden Latios wiederfinden. Es ist gut, dich wiederzusehen. Oh, wir haben diese Pyramide gefunden. Eine Delta-Spezies. Gut. Ich weiß nicht, wie... Kann das hier überall auf dem Boden auftauchen? Okay, hier sind überall Hieroglyphen an den Wänden. Ist das hier ein Rätsel? Muss ich hier einmal durchlaufen? Ich fürchte, das hier ist ein Labyrinth, wo ich bis zum Ende laufen muss. Wie heißt es? Immer mit der Hand an der linken Wand oder so. Also mit der linken Hand an der Wand bleiben. Wir machen das jetzt einfach. Dann kommt man irgendwann raus. So... kommt man irgendwann raus. Aber ich will doch gar nicht raus. Ich will eigentlich rein. Muss ich dann... Oh. Oh, süß. Aber Level 30. Wieso ist das erst Level 30? Das kann ich ja gar nicht angreifen. Ach du meine Güte. Jetzt wird's witzig. Ja, gut. Ultra Ball. Gut, dass ich so viele davon gekauft habe. Das Ding ist einfach beim ersten Mal drin geblieben. So, Leute, ihr kennt das. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Namensdatei öffnen. So, wo ist sie denn? Ich habe sie geöffnet, aber sie öffnet sich nicht. Sehr gut. Jetzt. Okay. Ich habe sogar noch ein paar Namen übrig. Geist und Stein. Okay, das ist eine interessante Kombination. Discovered by Stats 42, okay. Oh, das ist eine Seele, die an einen Stein gebunden ist. Wie schön. Das Wir werden das auf jeden Fall entwickeln. Allein schon aus dem Grund, dass ich sehen möchte, wie es denn aussieht. Wie seine Entwicklung aussieht. Vielleicht nicht heute, vielleicht erst in der nächsten Folge. Aber wir werden auf jeden Fall das Ding entwickeln. Miri, wir haben das aufgenommen. Komm zurück. Allein schon, weil ich wissen will, was damit passiert, wie es so aussieht, wenn es entwickelt ist. So, hi, ich bin wieder da. Was für eine coole Delta-Spezies. Delta, ich weiß gar nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Wir gucken mal, ob wir Latios wiederfinden. Und wenn wir das tun, werden wir dich wieder anrufen, okay. Dankeschön.
Ja, mal gucken, wann ich Zeit habe, das bisschen offscreen zu leveln und euch die Entwicklung zu zeigen, wie die aussehen als Delta-Pokémon. So, Pika-Taxi-Guy. Ja, bla bla. Wir sind da oben gewesen. Auf geht's! So, so, jetzt kümmern wir uns wieder um die Hauptstory. Ich denke mal, wir müssen hier rein. Okay. Oh, jetzt machen wir auch noch Propagandafilme. Toll! Klasse! Muss ich mich hier anstellen? Ich stelle mich hier hinten an. Okay. Ach du meine Güte. Die sind alle bereit, wahrscheinlich ihre Freunde zu verraten, die sich nicht richtig benehmen. Es ist, als würden sie nur eine Blutprobe nehmen. Ja. Wage es nicht, die vor mich zu stellen. Sehr gut, Sir. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt, da wir ihre Blutprobe haben, können wir einen Ort und einen Platz... einen Ort und einen Platz. Yeah. Eine Zeit und einen Ort festlegen, an dem sie geimpft werden. Wir müssen sie fragen, Sir, haben sie bei einem ihrer Freunde oder einem Familienmitglied seltsames Verhalten mitbekommen? Nun, ein paar meiner Freunde haben sich seltsam verhalten. Dann möchten wir sie bitten, sie zu melden. Danke. Sie zu melden, Sir. Sie müssen auf jeden Fall geimpft werden oder in Quarantänezonen gebracht werden. Für die Sicherheit von Torin. Richtig, Sicherheit. Ihre Mithilfe ist sehr wichtig für uns, Sir. Wie läuft es? Miri, versteck dich. Miri, lauf, er erkennt dich doch. Fantastisch, Sir. Wir haben schon 30 Leute untersucht. Ich kann nicht glauben, dass das so einfach war. Dieses blöde Kind und dieser alte Narr haben uns die perfekte Ausrede gegeben, die DNA von jedem in der Region zu sammeln. Sir, warum braucht der Infernalkult die DNA von so vielen Leuten? Das ist gar nicht gut. Nun, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ja, Sir. Gut. Mach weiter mit deiner Arbeit und lass mich wissen, wenn jemand Wichtiges auftaucht. Ja, Sir. Wenn ich jemand Wichtiges... Nun, der Nächste, bitte. Hallo, danke, dass Sie gekommen sind, Madame. Ich möchte, dass Sie bitte unterschreiben... Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 100. Bürger, der sich angemeldet hat. Bitte kommen Sie mit mir nach hinten, um Ihren Preis abzuholen. Nein, Miri, das ist eine Falle. Geh nicht mit dem bösen Mann mit. Miri, nein. Nein, hat dir niemand erzählt, nicht mit Fremden mitzugehen? Oh nein, Miri, du hast das doch gesehen. Bist du dumm? Mr. Zenitze, das Kind, nach dem Sie gefragt haben, ist hier. Danke. Du kannst jetzt gehen. Madame, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie mit dem Virus infiziert sind. Ich denke, ich würde das wissen. Sie sind erwischt worden, wie Sie versucht haben, mein Team zu umgehen und die Impfung zu umgehen. Das ist ein sehr auffälliges Verhalten. Es gibt wirklich nur eine Möglichkeit. Ich befürchte, Sie müssen in Quarantäne. In Quarantäne, was sind das? Arbeitslager? Das Spiel. Das hier geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Es ist nur das Beste für die Region. Aber, Sie werden mich, impfen. Ich werde den Virus nicht länger haben. Es tut mir leid, Madame. Wir können keine Risiken eingehen. Wie auch immer, wenn da noch jemand ist, der sich versteckt, vielleicht können wir uns dann auf eine bessere Möglichkeit einigen. Oh ja, ich kann Ihnen helfen. Bitte schicken Sie mich nicht weg. Das hört sich gut an. Danke, Miss Williams. Sie tun der Region einen Gefallen. Melden Sie einfach Ihren Freund vorne am Tisch. Dann bekommen Sie Ihre Info.
Dann bekommt sie ihre Impfung, sie geben ihm die Impfung und ich bin sicher, wir können ihnen helfen, sicher zu bleiben. Mit den... Was? Miri, bist du, mit der Hexenverfolgung vertraut? Das ist schon eine lange, lange Zeit her. Und da der Augur die meisten Geschichtsbücher neu geschrieben hat, wäre ich nicht überrascht, wenn du davon nichts wüsstest. In der Geschichte geht es um ein kleines Mädchen, das Zauberei lernen wollte. Um dafür keinen Ärger zu bekommen, hat sie den Rest der Stadt, hat sie behauptet, der Rest der Stadt wären alles Hexen. Die es nicht zugaben, wurden erhängt. Und die es getan haben und andere beschuldigt haben, durften weiterleben. Toll. Die Stadt versank innerhalb eines Monats in Chaos. Jeder beschuldigte jeden. Jeder warf seine Freunde und Familie vor den Bus, um ihr eigenes Leben zu retten. Das spiegelt die menschliche Natur gut wider, nicht wahr? Es ist nicht sehr herzerwärmend, aber es funktioniert für mich. Es ist eine sehr bekannte Strategie unter Diktatoren und Tyrannen. Menschen von der Leine zu lassen, Menschen von der vom Haken zu lassen, solange sie andere dafür eintauschen. Sie machen die Arbeit für dich und das funktioniert klasse. Ich weiß nicht genau, wie der Virus funktioniert und wo er herkam, aber ich werde definitiv von seiner Existenz profitieren. Ich denke, ich bin hier fertig. Ich habe dich hier nicht für einen Monolog hergerufen. Ich habe dich gerufen, um dir zu zeigen, dass du Angst vor meinem Kult haben solltest. Mrs. Williams, kommen Sie bitte wieder rein. Haben Sie Ihre Impfung bekommen? Ja. Gut, wir sind hier fertig. Was? Yes, Sir, was? Wunderschön, nicht wahr? Hä? Sie soll irgendjemand... festhalten? Was auch immer. Ich denke, es ist hart, es ist schwierig, den Unterschied zu sehen. Da man, wenn man davon ausgeht, wie leer und... gibt es für Gehirnwäsche ein Verb im Deutschen? Ein Verb, ein... doch. Gehirnwäschetet die Menschen dieser Region sind. Wie auch immer, ich habe es eilig. Habt Spaß, ihr zwei. Oh, sie sollen mich aufhalten. Du musst aufgehalten werden. Zenith hat das befohlen. Ah. Okay, Miss Williams. Ja, du bist ein Medium. Okay. Hi. Wie schön. Euler. Ha. Ja, jetzt hör auf, meinen Angriff zu senken. Auf Wiedersehen. Ja, ich wusste, dass der Plan fies ist, aber da bin ich tatsächlich nicht drauf. Wofür brauchen sie die DNA? Bronzong setzt er ein, nicht wahr? Ah, das Schwebe? Ich hoffe mal nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ha, es hat Schwebe. Ah, das wird wehtun. Ah, das hat leider nicht so viel Schaden gemacht. Mist. Okay. Ach, diese Story. Die Story ist echt übel, ne? Also anders kann man das nicht sagen. Dass sie die Leute wegschicken wollen in weiß ich nicht, Arbeitslager, sowas in die Richtung, dürfte das doch sein, oder? Oh, das macht aber ganz schön wenig Schaden. Okay. Dann machen wir mal... ja, das macht schon besser Schaden. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Miss Williams. Gengar... ist ein One-Hit. Ja, Gengar hat nicht so viel Verteidigung. Zum Glück, glaube ich. Und Simsala, okay. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob ich schneller bin als Simsala. Oh, ich bin schneller als Simsala. Okay. Dann dürfte das auch ein One-Hit sein. Ja. Auf Wiedersehen. Auch Simsala hat keine gute Verteidigung. Weder speziell noch physisch, soweit ich weiß. Was passiert hier? Was ist passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, ich muss gehen.
Was passiert hier? Das ist ein Pokéball. Ein Ultraball. Ah, es ist ein Drama. Drama, dieses Spiel ist Drama. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Bis dann, macht es gut und tschüss.